kommt mal bitte hierher. Immer und ewig von dieser Person. Dankeschön. Die falschen Gefühlen deines besten Freundes für immer und ewig. Dankeschön. Jetzt kannst du wieder klar auf deinen neuen Freund gucken. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann gebt euch mal die Hände. Du passiv und du gibst ihm ganz viel Vertrauen, Liebe. Wie fühlt sich das an? Vielen Dank. Ja, manchmal ist es ganz einfach. Manchmal braucht man ein bisschen mehr Zeit. Ja, also das, was er macht, das macht er einfach super gut und es hilft jedes Mal. Ich sehe es jedes Mal wieder. Er ist ausgestattet mit einer sehr starken Intuition. Und das finde ich immer wieder faszinierend an ihm. Ja, er hilft mir einfach in allen Dingen. Alles, was er tut und macht und sagt, es stimmt und es hilft mir einfach. Mir gefällt das eben, dass er schnell und effektiv ist, weil ich bin sehr ökonomisch und ich kann es nicht leiden, wenn ich jahrelang irgendwo hinrennen muss. Ich hatte schlimme Bandscheibenprobleme damals und schulmedizinisch war da nicht viel zu machen und ich war eine Weile bei Peter und das hat bis heute gehalten. Ja, es sind jetzt einige Wochen ins Land gegangen. Magst du mir kurz mal schildern, was so bei dir passiert ist? Also mir geht es seit dem Besuch im Karma-Theater sehr gut und ich kann mich endlich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Hat sich deine Zukunft in irgendeiner Art und Weise, so dein Zukunftsdenken, Pläne und so weiter, hat sich da was verändert? Ja, also wie gesagt, das mit meinem Freund, also ich blicke positiv in die Zukunft und wir reden auch sehr viel über unsere Zukunft. Mhm. Und ich denke auch einfach, dass das schon eine Menge in mir ausgelöst hat und das auch, also gerade der Besuch im Karma-Theater hat mir geholfen, positiver in das zu blicken, was noch nicht ist. Vom Karma-Theater ist es eine ganz herzliche Stimmung, ja, dass es wirklich Freude macht, daran teilzunehmen. Ja, die letzte Aufstellung, die ich hier miterlebt habe, hat mir ganz viel gebracht. Und vor allen Dingen, wir haben irre viel Spaß gehabt. Er hat mich schon, seitdem ich klein bin, immer wieder behandelt. Und ganz viele meiner Ängste oder irgendwas gelöst, sodass ich einfach frei und unbeschwert leben konnte. Ich gehe erst den Peterweg, bevor ich den schulmedizinischen Weg gehe. Sei mal, mit dem man Pferde stehlen kann. Und es ist so, dass wenn ich wüsste, ich muss mich auf jemanden verlassen, würde ich Peter anrufen.